So, und damit wieder herzlich willkommen zurück bei den Siedlern. Was haben wir denn hier so? Mal Hirsche. Die hier unten sind mittlerweile gebaut worden. Muss hier mal was trinken. So, die da oben machen gar nichts. Gut. So, wenn das jetzt... Wenn die jetzt ausgebaut wurden, kann ich die nochmal upgraden. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Und dann sind die schon mal hier gefixt, alle. Hier, die Straße wollte ich nochmal ausbauen. So. Na, komm schon. So, dann ist das hier unten erstmal alles safe. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Nicht aufgeben! Unsere Truppen werden angegriffen. Angriff! So. Kämpft weiter! Macht so platt. Sehr schön. Dann kannst du mal hier herreiten und dann machen wir. Hier auch noch dicht. Wie sieht's denn mit dieser Mauer hier aus? Mit der Mauer des Schweigens. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Wir könnten doch. Dann reißen wir die Mauer hier wieder ein. Nein. Und machen, wenn wir hier oben das Gebiet haben. Wir haben ein Territorium eingenommen. Machen wir einfach mal den hier. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Ja, ja, die brennen später noch. Bei The Hangover. Wir werden angegriffen. Müssen wir das hier machen? Nein. Gibt's eine unserer Einheiten wurde aufgerieben. Okay. Das ist nicht gut. Wir werden angegriffen. Wie denn? Wo denn? Die Zeit wird zeigen. Ihr müsst doch nicht dadurch, ihr Trottel. Dann kann man die Siedler ja mit den Straßen so ein bisschen lenken. Dann machen wir jetzt einfach mal die Straßen hier weg. So. Und so, hier oben die Mauer steht. Straße. Und jetzt geht die Straße hier außen dann. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Das ist doch schön. Eure Städte sollen brennen. Nein, tun sie nicht. Wir gehen immer noch hier durch, ne? Hier habe ich hier noch Truppen stehen. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Ich stell jetzt mal hier oben Truppen hin. Jawohl, schon unterwegs. Mache hier einen Außenposten. Ah, der ist vielleicht etwas deplatziert. Mache hier den Außenposten hin. So. Zieh hier eine Mauer drum.
Und dann kann ich ja auch nicht handeln. Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Kommen die mit hier? Schon unterwegs. Ein Außenposten wird angegriffen. Ja, so viel dann zu dem Außenposten. Ich muss mich in die Burg zurückziehen. Ja, das wird nichts. Na ja, gut, das war's dann. Wir sind tot. Es gibt kein Zurück. Stürmt los! Nicht aufgeben! Schickt mehr Munition! Sieht ganz gut aus gerade, warte mal. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Schon unterwegs! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Können wir die... Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Was haben wir? 15 Stück. Da baue ich mal noch so ein Ding hier. Beide 0. Machen wir hier mal noch so ein bisschen. Wir sind nur Feinde bis aufs Blut. Eure Städte sollen brennen. Unsere Truppen werden Stürmt angegriffen. Los! Es gibt kein Zurück! Stürmt los! Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ja, aber es schmälert sich. Es schmälert sich. Ist die Straße nach hier oben auch schon safe? Ja, ist sie. Dann braucht man ja eigentlich quasi gar nichts mehr machen mit den Banditen. Cool. Bauen wir das hier noch aus. Wie haben wir denn davon? Haben wir das hier irgendwo sehen? Eins von neun. Und dann brauchen wir eindeutig mehr Bienenstöcke. Und mehr Imkerhütten. Na. Pimp My Taverne. Na los. Bauet auf, meine Kinder. Das Lagerhaus ist voll. Wie ironisch. Wie voll. Ich bin auch ständig voll und es merkt auch keiner. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Ein Karren wurde ausgesandt. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt müssen wir die Frage... Ne, die fahren nicht mehr dadurch. Ein Karren wurde ausgesandt. Doch, machen sie trotzdem. Warum? Warum ist da ein Loch im Zaun? Oh, da soll ich fragen. Na ja, gut, dann machen wir das hier weg und machen. Achso, bauen können wir nicht, aber abreißen können wir, ne? Ist ja logisch. Na ja, gut. Dann machen wir da das Tor hin. Die Taverne hier oben schon gebaut worden. Was ist denn? Okay. 2 von 3, 0 von 9, 2 von 9, 1 von 9. Wie viel brauchten die? 15 Stück. Warte mal. Unser Siedlerlimit. Achso. Aber wir haben auch keinen Stein mehr. Schon unterwegs. Auf Damn euren Befehl. Wir haben das Seeder-Limit erreicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen auf das Seeder-Limit. Ich will nicht wieder so verkacken. Mhm.
Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Ja, kann man schon. So, erstmal übelst viel da durchgeschickt. Zack. Zack. Da haben wir noch Kapazitäten. Ich wollte doch was bauen. Achso. Fail. Mhm. Brauchen auch noch 12 reiche Häuser. Und wenn das jetzt angekommen ist, dann upgrade ich erstmal die Kirche. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Sind alle schon reich. Vielleicht haben wir auch einfach nur noch nicht so viele Gebäude. Das kann natürlich auch sein. Wir sind nun Feinde bis aufs Blut. Leck mich. Eure Städte sollen brennen. Zu uneben, zu uneben. So, dann haben wir bald auch die 20 Häuser, die reichen Häuser. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Nein, mir kann man nicht trauen, vertrau mir. Ein Karren wurde ausgesandt. Gut, das haben wir. Dann wollen wir mal hoffen, dass der Karren auch gut ankommt. Das wuselige Treiben hier. Es fehlt an Rohstoffen für unsere Arbeit. Ihr seid es wert, mit euch in Kontakt zu treten. Naja, im Winter ist es nicht sonderbar, dass keine Rohstoffe da sind. Kommt das hier auch irgendwann an oder nicht so? Ach da. Gut. 16 von 20. Ja, dann kann man noch eine Apotheke bauen. Ihr habt eure Aufgabe erfüllt. Bitte entsendet uns Gold. Es ist ein Geschenk des Himmels, Verbündete wie euch zu haben. 5000 Gold, wenn ich die verliere, ne? Warte mal. Die Zeit wird zeigen, ob man euch trauen kann. Ein Karren wurde ausgesandt. Bleibt wachsam! Ja. Dann sollen die den mal bewachen, weil... Bitte. 5000 Gold einfach mal so weg. Ah, jetzt ist es safe. Okay. Alles gut. Verfolgen wir ihn und wir lassen doch gleich mal eine Wache da oben stehen, kann ja nicht schaden. So. Gleich mal 5000 Gold. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Okay, das war's. Okay. Endstatistik. Gesamtwertung. 134.155. Siedlerwertung 10.750. Produktionswertung 97.825. Militärwertung 22.550. Und dritter Wertung. Mhm. Militär, einen rekrutiert, einen besiegt. Güter gekauft, Gold verdient. 37.000. Güter produziert, Ressourcen gesammelt. Schön. Schön. Okay. Dann war's das für diese Aufnahme. Die war jetzt etwas kürzer. Aber naja. Das war's für diese Mission bei den Siedlern. Es war doch relativ lang. Ich glaube, jetzt so eine Stunde oder? Ja, eine gute Stunde.
Habe ich jetzt gesessen. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den Siedlern Aufstieg eines Königreichs. Bis dahin. Tschüss.